Blog.de zu einer neuen Episode des berüchtigten App-Treffs heute, Ende September, mit mir an der Seite. Hallo Sven, grüß dich, alles Hallo, klar? Grüß dich, soweit alles gut. Das freut mich sehr. Und meine Wenigkeit, Raphael Schimanski. Wir werden heute ein wenig über das Thema WWDC, das war aber ein Apple Special Event Anfang September gewesen mit einigen neuen tollen Produkten. Aber unser Hauptaugenmerk, der liegt eindeutig in der Arena. In der Arena, wo ein Kampf stattfindet, nämlich zwischen den Musik-Streaming-Diensten schlechthin. Ende Juni 2015 sind wir ja in den Genuss gekommen, in den hörbaren Genuss des Musik-Streaming-Dienstes von Apple. Wir sind davon überzeugt, dass Apple definitiv den Trend Musikstreaming-Dienste verschlafen hat und andere deutlich Vorsprung gewonnen haben, wie zum Beispiel Deezer, Spotify, damals auch Simfy. Und Apple Music möchte auf jeden Fall jetzt in diesen Markt preschen und die eigene Aussage korrigieren, dass jeder Downloads haben will und jeder seine Musik auf der eigenen Festplatte haben möchte. Der Trend geht eindeutig zu den Musikstreaming-Diensten in Anbetracht der besseren Daten, Volumen, Begrenzungen, aber nicht nur der Begrenzungen, sondern auch der Freigaben im Bereich der Datenvolumina. Und das nehmen die sich auf jeden Fall zur Geltung. Deswegen jetzt auf jeden Fall möchten wir die Bemühungen auf die Beine stellen und darüber auf jeden Fall reden und vielleicht auch ein Fazit stellen. Was ist eigentlich nach dem dreimonatigen kostenfreien Abo von Apple Music noch drin? Bleibt ihr dabei? Werdet ihr vielleicht dann doch verlängern oder bleibt ihr bei dem Dienst, den ihr anfangs genommen habt? Oder seid ihr immer noch der Meinung, nein, ich brauche meine Musikdatenbank haptisch und konkret auf meiner eigenen Festplatte. Bei dir, Sven, du bist ja ein Musikliebhaber de facto immer noch nach wie vor. Du komponierst ja selber auch mit GarageBand, wie ich eben nochmal mitbekommen habe. Zumindest versuche ich es. Ja, das hört sich auch nicht so schlecht an. Ja, also insofern, der neue Michael Jarre des 21. Jahrhunderts sehe ich in Ansätzen schon bei dir. Aber sein Musikverhalten vielleicht in drei Sätzen für unsere Zuschauer. Ja gut, natürlich auch ich benutze Musikstreaming-Dienste und für mich ist es ganz wichtig, dass ich sie natürlich auch offline benutzen kann. Von unterwegs ist es natürlich nichts Schlimmeres, als wenn du dann gerade irgendwo mal am Bahnhof stehst und dann deine Musik nicht hören kannst, wie du willst, weil du natürlich nicht in einem WLAN mit bist oder wie auch immer. Und ich würde da ungern drauf verzichten wollen jetzt. Was sind so die drei bis vier Hauptaugenmerkmale, die man auf einen Musikstreaming-Dienst setzen sollte? Wir haben es ja eben in der Vorbesprechung nochmal erwähnt. Also auf jeden Fall der Preis. Der Preis ist, glaube ich, relativ wichtig. Ja? Dann einmal die Song-Auswahl. Also wie viele Millionen Songs habe ich überhaupt auf der Plattform? Wenn ein Musikstreaming-Dienst irgendwie mit 15 Millionen Songs ankommt, gegenüber einem anderen, der sagt, ich habe 34 Millionen, ist der natürlich attraktiver. Ja. Also, dann natürlich auch die Bitrate auf der einen Seite. Ganz klar. Und die Einbettung vom sozialen Netzwerk. Also was ich sehr gerne mache, ist, ich schaue mir gerne an, was die anderen hören. Ich lasse mir gerne Sachen empfehlen. Und ich möchte auch gerne Songs weiterempfehlen. Wenn ich denke, hey, cooler Song, der gefällt mir, oder schönes Album oder wie auch immer. Es gibt so Alben, die vergisst man vielleicht auch, die ruft man sich dann wieder ins Leben. Ja, dann möchte ich die gerne weiterteilen. Und ein wichtiges Kriterium wird auf jeden Fall sein, wie geht der Musikstreaming-Dienst mit dem Nutzer um und wie findet sich der Nutzer in dem Musikstreaming-Dienst zurecht, also sprich die User Experience. Ja? User Experience auf jeden Fall. Wie finde ich irgendetwas, wie finde ich meinen Lieblingssong, wie browse es und wie entdecke ich Musik, was ja auch Apple Music neu definieren möchte, nämlich Musik neu entdecken und neue Musik entdecken. Das sind so die zwei Hauptaugenmerkmale, die wir halt haben. Hast du das kostenlose Abo von Apple Music überhaupt abonniert? Ich hab's mal getestet. Und hatte aber aus privaten Gründen nicht immer so viel Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber ganz ehrlich, also ich bleibe eigentlich bei einem anderen Anbieter treu. Das wäre jetzt auch mal eine Frage vorab. Kannst du schon mal vorab sagen, bevor wir in die Materie einsteigen, wirst du Apple Music weiter nutzen oder? Nein. Aha, eindeutig halt. Sondern eindeutig. Was wirst du da nutzen? Ich bleibe erstmal, solange es geht, bei Spotify. Okay. Einfach, weil ich mich dran gewöhnt habe, weil ich da, das ist glaube ich auch so ein Kriterium, ich habe mir da nochmal mein soziales Netzwerk aufgebaut. Das ist ja auch ein bisschen mit Arbeit verbunden, weil jeder muss ja dann jemand anderem folgen und anklicken und dann steht man auch wieder in der Kommunikation. Das Ganze wieder neu zu machen, hatte ich eigentlich ehrlich gesagt keine Lust. Also nenne es von mir aus Bequemlichkeit, aber ich bin mit dem Dienst zufrieden, das ist in Ordnung, es läuft und es ist für mich, für meine Verhältnisse das, was ich will. Natürlich, wenn der kostenlose Dienst abgeschafft wird, dann muss ich mir natürlich auch überlegen. Also ich bin nicht bereit dafür, so eine horrende Summe zu zahlen. Also muss der Anbieter deines Vertrauens in Zukunft deutlich unter 9,99 Euro liegen? Ja,
Definitiv. Meinst du, was kommt? Mit Sicherheit. Okay, wir sind gespannt auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt an unsere Turntable. Jetzt sind wir wieder zurück an unseren Turntables und so wie wir es eigentlich machen sollten ursprünglich als iPad-Nutzer mit unserem iPad hier vorne. Wir streamen das über das Netzwerk, über das Apple TV und können dann hier nochmal für unsere Zuschauer hier im Raum auch nochmal gleichzeitig das auf der Leinwand sehen. Das Gute daran ist auch, dass wir nochmal Aufmerksamkeit erhaschen möchten mit unserem letzten Referenzvideo vom 23. App-Treff. Das ist die Episode 188, ist seit Ende September ebenfalls online. Ja. Lieber Sven, ein großes, heikles Thema. Bevor wir ganz tief in die Materie einsteigen möchten, möchten wir wie immer zu den aktuellen News aus der iPad- und der Apple-Welt zusammenstoßen. Und ganz, ganz, ganz weit vorne habe ich auch schon den ersten Bericht, den ich vorbereitet habe. Und zwar, ganz aktuell haben wir ja den VW-Abgas-Skandal. Und dort wurde einfach mal was ganz Fiktives behauptet. Nämlich, es besteht die Möglichkeit, dass Apple VW, und zwar nicht nur VW, sondern BMW und Daimler kaufen könnte. Krasse Aussage, oder? Und dazu haben wir auch ein paar Zahlen zusammen reingebracht, weil noch läuft ja die IAA, ist aber auch bald zu Ende. Denn durch diesen Abgasskandal, den wir jetzt in den letzten Tagen halt hatten, hat VW einen kompletten Börsenwert von rapide Absturzgefährdung erlitten und ist jetzt komplett auf ein Tief von nicht mehr als ganz 58 Milliarden Euro gesunken. Und wenn wir uns Apple halt anschauen, Apple hat einen aktuellen Wert an der hohen Kante von 178 Milliarden Euro. Das ist verdammt viel Schotter, Sven. Ja? Nicht ganz so viel, wie du auf deiner hohen Kante wahrscheinlich liegen hast, aber genau. Apple wird dich bald überholen. Ja, ja? Definitiv. Also das kann man ablegen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns jetzt die einzelnen Automarken anschauen würden, so können wir sehen, dass das nach einem Senkrechtabsturz, wie gesagt, der VW-Aktie so weit liegt, dass wir nicht mehr ganz 58 Milliarden Euro bei VW haben. BMW zum Beispiel liegt bei 48 Milliarden Euro. Und deutlich höher liegt dann traditionell der Automobilhersteller Daimler mit seinem hohen Dieselanteil an der Börse mit etwas über 71 Milliarden. Milliarden Euro. Das ist ganz schön ordentlich, finde ich, und ähnliches mehr. Gerade wenn man daran denkt, dass das iCar in der Entwicklung sein sollte. Das heißt, Apple könnte mit einem Schub sich Know-how und alle Design- und Entwicklungschargen einkaufen. Ob die es machen, ist natürlich zweifelhaft. Es ist aber rein fiktiv, wäre es möglich. Das heißt wirklich, Apple könnte aus der Portokasse eines der Unternehmen oder gleich die drei Premium-Klassen in Deutschland einkaufen. Ich finde eigentlich diesen Ansatz sehr schön zu sehen und insofern wollten wir den hier erwähnen und ein weiterer Link mit weiteren Informationen findet ihr in unseren Shownotes. Die zweite News betrifft den morgigen Tag, das iPhone 6s. Das ist die Version, die nach 8 Jahren, seitdem das iPhone existiert, auf den Markt kommt. In den Apple Store soll es halt kommen, und zwar das 6S und das 6S Plus. Was hat sich daran geändert? Die gleichen Größen, das gleiche Aussehen halt. Es wird auf jeden Fall ab morgen 8 Uhr, werden beide Geräte in den Apple Store zur Verfügung sein. Ihr könnt es erhalten oder auch ein kostenloses persönliches Setup bekommen im Apple Store eurer Wahl. Direkt halt mit einem Apple Specialist, so kündigt es Apple zumindest halt an. Oder ihr bestellt es jetzt schon vor und lasst euch dann kostenfrei liefern. Ich glaube aber für uns ist kein Muss momentan auf dieses Gerät überzugehen. Nö, momentan nicht, aber auch bei mir steht ein Vertragswechsel wieder an und dann werde ich mir das schon überlegen. Also die Lieferzeit momentan beträgt ja 4 Wochen, aber ich habe gesagt, ich warte immer mal ab, wenn ein neues Smartphone rauskommt, wobei wir festgestellt haben, dass das neue iPhone ja meistens oder in der Regel nur in Anführungsstrichen einen Hardware-Aufputsch bekommen hat. Also insofern, ja, es ist natürlich nice to have wahrscheinlich, ja. Aber ich glaube, man tut sich da jetzt auch nichts Schlimmes dran, wenn man auch mal kurz wartet. Du hast eben die Hardware erwähnt. Wie sieht es mit der Software aus? Ja, seit heute gab es das Update. iOS 9.0.1 ist mittlerweile draußen. Es gab jetzt ein paar kleine Fehlerbehebungen. Die könnt ihr euch auch gerne dann auch nochmal anschauen, was da so im Einzelnen aktualisiert worden ist. Und wir haben auch schon festgestellt, das haben wir intern in der Redaktion auch schon besprochen, dass der ein oder andere mit den etwas älteren Geräten, also ich habe zum Beispiel noch das 5er, noch ein bisschen Probleme hat mit der iOS 9 Version. Ach komm. Ja, das wurde zwar irgendwo ein bisschen im Netz dementiert, aber der ein oder andere, mit dem ich mich unterhalten habe, der hat schon gesagt, so ja, bei mir ist es zum Beispiel die Tastatur, die hängt ganz oft, also ich kann die Tastatur momentan gar nicht mehr richtig benutzen. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie meine Folie, die ich drauf habe sogar extra die Folie abgemacht, habe die Folie getauscht im zweiten Schritt und ich habe immer noch Probleme. Also
Das ist eigentlich sehr, sehr komisch, weil eigentlich hat ja Apple damit geworben, dass auch ältere Geräte da mit diesem Update schlanker unterwegs sein sollen und die Features und die Funktionalitäten deutlich schneller sein sollen. Also eine abgespeckte Version, die auch die Altgeräte zu mehr Performance verhelfen sollen. Also ich weiß nicht, welche Geräte die da meinen, aber meinst du was nicht? Vielleicht sollten wir mal einen Aufruf starten. Ja, also wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, wir sind natürlich gerne auch daran interessiert, ob ihr Probleme habt und wenn ja, welche, schreibt sie in die Kommentare auf jeden Fall. Wir freuen uns über jedes Feedback, weil wir auch dann so sehen, was da so an Problemen aufhäuft. Oder vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, nö, absolut in Ordnung, bei mir läuft es reibungslos. Könnt ihr natürlich auch entscheiden. Dann die Apple Keynote Anfang September. Das war ja ein Feuerwerk an neuen Geräten. Ja. Apple hat selber gesagt, so für so einen Tag nicht schlecht, oder? Also da wurden ja einige Sachen vorgestellt. Wir haben auch einen Live-Blogging-Service wieder angeboten, der sehr nett und sehr gut besucht gewesen ist. Tim Cook hat ja sehr, sehr viele Sachen herausgehauen und er hat gar nicht mal so gelangweilt mit den Zahlen, wie viele Apps es gibt fürs iPad, fürs iPhone, wie viel Millionen Dollar an die Entwickler ausgezahlt worden sind, sondern er ist relativ schnell zu den Produkten gekommen. Glaubst du, dass die bei Apple so eine Art strikten Plan haben, dass die nicht mehr als 2 Stunden präsentieren wollen? Oder dehnen die ganz gerne mal so eine Keynote mit solchen Zahlen halt? Oder ist das geplant? Oder wie ist so deine Einschätzung, wie die an die so eine Keynote herangehen? Also ich glaube, bei so speziellen Produktreleases, wie es jetzt war, würde ich mal behaupten, war das schon so geplant. Und ich glaube, es ist natürlich auch anstrengend, 2 Stunden lang die Leute mit Informationen zu füllen. Und ich glaube, da lassen sie die Zahlen einfach weg, weil da geht es wirklich um die Produktpräsentation. Und ich glaube, Apple hat einfach an dem Abend vorgehabt, einfach das volle Repertoire, was sie zur aktuellen Zeit bieten, zu zeigen, um vielleicht auch ihre Macht zu demonstrieren, wie auch immer, ja, wie man das auch nennen mag. Aber ich fand es gut. Ich kann auf die Zahlen gerne verzichten, weil die kriegt jeder irgendwie im Internet raus und kann sich die überall nachlesen. Da fand ich vor allen Dingen halt auch, dass diesmal andere Unternehmen mit reingenommen worden sind. Ich war auch sehr überrascht gewesen. Ja, also Adobe zum Beispiel, ja. Das war grandios. Microsoft, ja, wo man gedacht hat, okay, die 2 Erzfeinde, die bekriegen sich auf der öffentlichen Plattform. Jetzt auf einmal machen sie gemeinsame Sache. Also ich finde den Ansatz gut. Ich finde den Ansatz gut und ich denke, das zeigt auch natürlich irgendwo diese Geschäftsinitiative von Apple und dass man eben nicht einfach, ich meine, ich habe zwar erwartet, dass auch Samsung vielleicht reinkommt, aber so war es natürlich nicht. Aber warum nicht? Also ich finde es auf jeden Fall eine gelungene Präsentation und es hat mich echt gefreut, dass da auch die anderen Firmen ihre Sachen präsentiert haben, die in Zusammenarbeit mit Apple entstanden sind. Deswegen gehen wir jetzt im Schnelldurchlauf die Highlights noch einmal durch. Angefangen hat Tim mit der Apple Watch. Ein besonderes Ding gab es gibt neue Armbänder, ole ole. Aber unser Solararmband ist immer noch nicht dabei. Stimmt, das Solararmband war das. Das Solararmband ist immer noch nicht dabei. Also bitte, 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 ja, leitet dieses Video an Apple weiter oder sonstiges. Die Idee steht immer noch im Raum, es soll ein Solararmband geben für die Apple Watch. Ob das irgendwie zu realisieren ist, vielleicht kann sich auch mal ein Elektriker melden oder ein Spezialist für sowas, der einfach sagen kann, würde sowas funktionieren. Das würde mich mal interessieren. Die Idee ist auf jeden Fall Gold wert. Ja, wer es am Ende umsetzen wird, ist nur noch eine Frage der Zeit. Dass es aber umgesetzt wird, ich glaube schon, dass da der ein oder andere Daniel Düsen Trieb schon dran sein könnte. Ja? Mal gucken. Auf jeden Fall, es gibt neue Farben. Ja? Rose Gold und eine für uns undefinierte Farbe sind ebenfalls mit dabei gewesen und die Product Red Line, die gibt es ja schon aus den iPod-Linien auch schon halt. Das Besondere daran ist, dass ein Teil des Geldes, ein Teil der Einnahmen an die AIDS-Stiftung in Amerika halt gehen, die sogenannte Red Institution, und das gibt es jetzt auch bei der Apple Watch. Eigentlich eine sehr nette Sache insgesamt. Die Auslieferungszeiten für diese neuen Farbkombis, die kommen jetzt auch mit der nächsten Zeit. Und dann wurde auch relativ schnell das eine erste Highlight schon präsentiert. Nämlich am 23. April haben wir noch darüber gesprochen, glauben wir daran, dass es ein iPad mit 12,9 Zoll geben soll, was einen Stift beherbergen soll. Die damaligen Aussagen bei uns, die waren halt sehr unterschiedlich gewesen. Auf der einen Seite haben wir gesagt, ja klar, wir brauchen für den professionellen Bereich schon größere Tablets, die in unterschiedlichen Anwendungsbereichen ihre Zukunft haben, aber einen Stift sehen wir nicht. Das war unsere Aussage im 23. April gewesen. Was wurde um 19.20 Uhr unserer Zeit von Apple präsentiert? Der Stift. Der Stift mit dem iPad Pro, ja. Wie nennt ihr? Apple Pencil. Apple Pencil. Und alle in dem Raum erstmal, genau, das ist so ein Witz halt, ne? Nee, Apple Pencil. So soll der auch heißen. Ist nicht mit dabei.
meinem iPad Pro. Nee, kann kostet man sich zusätzlich kaufen. Separat für 99 Dollar. Die Preise in Euro dürften eigentlich sehr, sehr ähnlich sein. Tolle Fotos, reiche Farben mit 5,6 Millionen Pixel sollen auf dem iPad Pro zur Verfügung stehen. 54 Millionen Pixel auf dem genialen Display auf jeden Fall, bei 12,9 Zoll Displaygröße. Ganz besonders soll auch eine sehr hohe Performance im GPU-Bereich stattfinden, mit dem iPad Pro angeblich 360 Mal so hoch wie bei dem Ur-iPad, muss man dazu sagen, welches 2010 entstanden ist. Ganz besonders sind einige Programme, die ganz gut laufen sollen, zum Beispiel iMovie. GarageBand. GarageBand, genau, ja. Richtig. Gerade für unterwegs sehr wichtig auf dem iPad. Kann zu einem Problem werden, aber ich glaube auch, dass die Größe da durchaus eine Rolle spielt in dem Moment. Also du arbeitest ja viel mit GarageBand und auch iMovie. Glaubst du jetzt, dass mittlerweile durch ein höheres Display oder ein größeres Display nun endlich so eine Art Laptop-Ersatz jetzt vorzufinden ist, oder wird es Apple noch nicht schaffen? Doch, definitiv. Ja? Also mit diesem ganzen iPad Pro Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie genau da den Nagel auf den Kopf getroffen. Nicht nur was gerade für Kreative angeht, ich denke da jetzt ganz speziell auch an Zeichner. Ja, ich fand diese Präsentation mit diesen Pencil und der Zeicheneffekten durch verschiedene Drucklast auf dem Bildschirm, fand ich total genial. Ja, ich hoffe, dass das auch in der Praxis wirklich so funktioniert. Weil bis dato ist es so, dass jeder kann es jetzt mal zu Hause ausprobieren, wer sich so ein Pseudostift holen will. Soll einfach mal die Hand auflegen und dann passiert Folgendes: Wenn ich irgendwas zeichnen will, dann ist es bei unseren iPads so, dass die Abdrücke von den Fingernrändern mit dabei sind oder von den Handflächen. Wenn ich aber jetzt das iPad Pro benutze, dann soll mir das ja nicht mehr passieren. Dann soll ich ja auch die Hand auflegen können und nur dieser schmale Druckpunkt vom Stift soll gescannt werden, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, dass Musiker, Grafiker, Journalisten, alle Schreiberlinge, Autoren und was weiß ich was, ja, davon auf jeden Fall profitieren werden von diesem 12-Zoll-Konzept. Also wenn dieses Konzept wirklich in die Richtung Laptop-Ersatz, also ich kann es nicht ganz glauben, das liegt aber an der Software und an iOS halt noch, aber lass es mal so stehen, wie du auch gesagt hast. Ich glaube, eines der größten Vorteile ist auf jeden Fall auch die Akkulaufzeit, denn das iPad Pro soll mit dem neuen A9X-Prozessor 10 Stunden Laufzeit haben. Das ist angeblich mehr wie jeder andere Laptop auf dieser ganzen Welt. Und damit wäre es natürlich, ach, im ganzen Universum kann man sogar sagen, ja, damit würde das iPad Pro wirklich richtig gut leben. Und wir haben ja viele Konkurrenzprodukte, die es ja schon bereits versucht haben, diese Laptop-Ersatz. Wenn ich an das Surface denke von Microsoft, wenn ich an Lenovo denke, die ja wirklich sehr, sehr gute Konzepte auch haben, aber auch die anderen Hersteller, die mehr oder weniger eben nicht diesen Tablet-Trend verpasst haben und da wirklich schon mit Tastatur, mit anklickbarem Display und alles weiter und dann hinterher nur als Tablet benutzen, dann gedacht haben, die sind da eigentlich schon gar nicht mal so verkehrt unterwegs. Ja? Und du hast gesagt, aber auch vielleicht auch, wenn du mit GarageBand arbeitest, ich meine, hast du mal die Lautsprecherkonzepte angesehen vom iPad Pro, ja? Vier Lautsprecher sorgen momentan für den besten Sound, und das ist fürs iPad auch revolutioniert, weil du hast dann wirklich hier unten zwei und oben hast auch nochmal zwei und das ist gar nicht mal so verkehrt. Richtig. Ja, iPad Pro wird aber dicker. Ne? Im iPad Air haben wir 6,1 insgesamt Millimeter in der Breite so gesehen. Das iPad Pro kommt mit 6,9. Ist aber okay, weil bei so einem großen Display will ich halt kein Blatt in der Hand halt haben. Das ist gar nicht mal so notwendig. Dann gibt es da nochmal eine Tastatur. Wie nennt es Apple? Das Keyboard. Ja, das Smart Keyboard. Ja, das, ne? Smart Keyboard. Ja. Das ist wirklich so smart, was kann das? Sich anstöpseln und Tastendruck übertragen, aber es wird mal wieder schön von Apple dargestellt. Ja, ich denke schon, dass diese Tastatur, das ist ja ähnlich wie diese haptische Erfahrung auf der Apple-Tastatur, die wir auch an dem Computer haben, einfach wirklich diesen geringen Abstand, sage ich mal, zum Kontakt. Ja, also es ist ja sehr geschmeidig und ich sag mal, wenn ich meine Frau irgendwie mir das angucke, wie schnell die schreibt, 10-Fingersystem, dann gleitet sie sozusagen immer so schön über die Tastatur und ich klopp da immer noch drauf. Gut, ich finde dein Zwei-Fingersystem auch effektiv. Ja, ne, also. Das ist die Adlerkralle. Ist so. Ja gut, wer es kann, ne? Also wie gesagt, es ist mit Sicherheit auf jeden Fall haptische, nette Geschichte. Ja. Aber als das Smart Keyboard von Apple präsentiert worden ist, da habe ich sofort an das Surface denken müssen. Das war auch eine sofort Parallele dazu. Also, aber wir kommen der Vision Laptop-Ersatz damit deutlich näher, muss man ganz ehrlich sagen. Definitiv, ja? Definitiv. Und ich glaube, das wird auch gebraucht. Also gerade Leute, die zum Beispiel vielleicht viel auf Reisen sind, die werden sich das vielleicht auch eher aneignen. Ja? Wie gesagt, Journalisten ist, glaube ich, so eine Top-Kategorie. Ob es die Grafiker sein werden, das wird sich zeigen lassen. Also ich bin gespannt auf die ersten Gespräche mit den Grafikern,
weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie damit auch den Markt der Grafiktablets angehen. Wenn das wirklich so ein tolles Ding ist, wie sie präsentiert haben, dann kann sich Vacuum besonders gut anziehen. Also absolut. Warm anziehen, Entschuldigung. Ja, stimmt, ja. Das ist wohl wahr. Naja, und auf jeden Fall auf community.ipadblog.de, da haben wir ja Mobile and Wearable Tech User Germany, die Gruppe, gab es einen Kommentar, als das folgende Produkt entstanden ist, und zwar, oh no, der Apple Pencil, es ist kein Witz. Und Steve Jobs dreht sich im Grabe um. Ist tatsächlich auch geboren, dieses Zusatzgerät, ist im neuen iPad auch mehr oder weniger integriert und eignet sich wunderbar, um darauf zu zeichnen. Drucksensitiv, kann aufgeladen werden, ja, hat eine Art Shape Recognition, also eine Erkennung wie die Form, die man ansetzt halt. Und es gab da einige interessante Demos, auch von Microsoft. Es war jetzt nicht wirklich was Neues, aber es ging halt darum, in PowerPoint machst du mit dem Pencil einen Kreis und automatisch entsteht eine wunderbar perfekte Form und ähnliches mehr. Das hat Microsoft halt im Bereich der Produktivität sehr schön demonstriert und da hat auch wirklich in dem Moment so ein iPad Pro Sinn gemacht. Nichtsdestotrotz verstehe ich es immer noch nicht so ganz, dass Microsoft bereit war, auf dem iPad Pro seine Office-Anwendungen zu zeigen und damit auch das dem Surface Pro so einen gewissen Kick zu geben. Also Kick nicht im positiven Sinne, sondern Kick, geh weg. Ja, wir machen es auf dem iPad Pro. Wir bewegen uns da, glaube ich, alle auf sehr, sehr dünnem Eis. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Kommentare sind natürlich jederzeit erwünscht halt. Du hast Adobe erwähnt. Ja, die hatten eine sehr schöne Präsentation. Hat dir gefallen, ja? Super, okay. Genial. Mit diesem, ich nenne es jetzt mal Image-Broschüre, was sie da versucht haben aufzubauen, also da in der Live-Demo. Total klasse. Ja, okay. Also die haben auch einfach gezeigt, wie einfach es gehen kann. Ja? Also wir bekommen ja immer mehr Fähigkeiten, auch als Otto-Normalverbraucher oder Leute, die sich damit überhaupt gar nicht so richtig auskennen. Ne? Die können sich einfach mittels bisschen Übung immer mehr in diese ganze Sache reinarbeiten und können mit Sicherheit tolle Sachen irgendwann kreieren, auch wenn es nur für den privaten Gebrauch ist, aber egal. Da stimme ich dir vollkommen zu. Der Dritte, der auf die Bühne in Cupertino gekommen ist, hatte etwas präsentiert, von dessen Anwendung ich persönlich sehr, sehr viel halte. Und es geht im medizinischen Bereich darum, Körperteile in 3D und in Echtzeit zu zeigen. Und das hat 3D for Medical hervorragend mit Irene Walsh präsentiert. Also eine Art App, die 3D-Modelle des Körpers anzeigt und komplett auch animiert und das in Echtzeit. Also ich glaube schon, dass der Patient in der Zukunft die Möglichkeit haben wird, direkt auf dem iPad seine Krankheiten zu sehen, wo der Arzt hindenkt, worauf er angewiesen ist, auch gerade wenn Prothesen dran gemacht werden sollten, wie so etwas funktioniert oder wie eine Operation angesetzt wird, wo der Arzt halt rangehen muss. Das alles auf einem iPad Pro in Krankenhäusern oder in Privatpraxen oder auch in privaten Kliniken. Ich erwähne gerade privat, weil es doch schon mit enormen Kosten verbunden sein wird. Zu den Preisen des iPad Pro kommen wir auch gleich nochmal. Aber das ist schön zu sehen, wie so ein iPad in unserer Gesellschaft integriert wird und auch gerade uns einfach hilft. Ich war damals schon so total hin und weg, als meine Zahnärztin mir Bilder von meinem Mund in Echtzeit auf einem Monitor gezeigt hat. Und auch unser Dirk Küpper, der auch für iPad-Blog tätig gewesen ist, ist bis heute unterwegs und reist in ganz Deutschland herum, um Zahnarztpraxen von Windows zu befreien und Macs hinzustellen und iPads hinzustellen, ja, und das smart zu verbinden. Und das ist etwas Schönes eigentlich, weil der Dirk da eigentlich den Patienten und schlussendlich auch den behandelten Zahnärzten was Gutes tut halt. Also wer da mehr Informationen gerne haben möchte, kann auch gerne auf dirkküpper.de zusammengeschrieben auch nochmal drauf gehen. Hat er verdient, der Gute. Ja. Ne? So, dann kommen wir zu den Preisen. Wie findest du die Staffelung? Naja, 799 Dollar. Ja, Dollar von mir aus, okay. Und bis 1079 Dollar, also es ist schon happig. Also ja, es ist nicht so, es ist nicht so billig. Also, und wo ist die 64 GB Variante? Tja. Komplett weg? Komplett weg. Warum? Das frage ich mich auch. Also, es gibt nur 32 GB, 128 GB und nochmal 128 GB, wobei das letztere 128 GB mit Wi-Fi plus Cellular angeboten wird. Und auch da sind die Preissprünge wieder exorbitant hoch. Ja? Also ich meine, 128 GB Wi-Fi, 949 Dollar. Und das gleiche, ja, von der Speicherkapazität, nur mit dem kleinen Cellular-Modul, also sprich LTE, kostet dann nochmal über 100 Dollar mehr. Also gut, wie man das rechtfertigt, das bleibt erst einmal das süße Geheimnis von Apple. Aber wie gesagt, da waren erst 49 Minuten vergangen und Apple hatte schon also wirklich ein erstes Feuerwerk dargestellt. Und dann ging es weiter. The future of TV is apps. Das war natürlich wirklich ein Highlight gewesen. Dein Fernsehverhalten, ist doch so, dass du normal Fernsehen zappst oder hast du dich schon mehr auf Fernsehen on demand, also auf Abruf konzentriert? Wir haben immer noch einen Fernseher, wo man zappt.
Okay, ist ganz klar. Ja. Und das Einzige, wir haben dann Apple TV. Mhm. Und da, Zweier oder Dreier? Das Dreier. Das Dreier. Und da muss ich sagen, gucke ich mir immer wieder gerne gewisse Apps einfach an. Also Programme, Apps, wie man auch immer das nennt. Mhm. Und das sehe ich auch so. Ja. Also ich kann einfach gezielter, wenn ich jetzt Lust habe, einen Film zu gucken oder eine Serie oder sonstiges, dann werde ich mit Sicherheit immer wieder den Fernseher anschalten. Weil es gibt ja noch andere Anbieter oder andere Produkte, die man hat, um interessante Abendprogrammgestaltungen irgendwie vorzunehmen. Ja, das muss ja nicht nur das Apple TV sein. Aber das Apple TV nutze ich zum Beispiel ganz stark zum Beispiel für YouTube. Oder wenn ich spezielle Sachen sehen will, wie die NFL zum Beispiel, ja, ESPN und so, das kann ich einfach da besser gucken. Das läuft aber nicht nur über eine App, sondern über eine App plus ein Abo, was du abschließen musst. Auch, ja. Okay. Auch. Es gibt aber auch die Apps, wo man auch frei zugucken kann. Ne? Also in verschiedenen Sportbereichen. Oder wenn du mal interessiert bist zu gucken, was jetzt die ganzen Red Bull-Sportler machen zum Beispiel oder sonstiges, gibt es da auch eine App, wo du halt einfach diese ganzen Sportevents von Red Bull dir anschauen kannst. Habe ich auch mal gemacht. Also wenn ich Zeit hätte, würde ich auch die ganze Zeit genau, gucken. Richtig. Also das, ich finde es ja, super. Ja. Und vor allem auch in super Qualität. Ne? Genau. HD, perfekt. Stream super, ich weiß, ja, genau. Ist mir auch aufgefallen halt. Also ich habe, vielleicht kann man das noch dazu sagen, da wo ich wohne, wir haben nur eine 3000er Leitung. Ja? Ja, allerdings. Ich warte darauf, dass es irgendwann schneller wird. Es soll auch kommen. Und selbst mit einer 3000er Leitung funktioniert das Streaming von Apple TV eigentlich einwandfrei. Mhm. Auch wenn es vielleicht vorher mal 10 Sekunden ein bisschen stoppt und unscharf dargestellt ist, aber so nach 10 bis 20 Sekunden läuft's. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Streamst du über WLAN oder hast du hinten einen LAN-Stecker drin beim Apple TV? Ja. Ich habe über WLAN. Dann? Ich streame über WLAN. Probier's mit dem LAN-Kabel. Ja, das ist richtig. Also wir haben bei uns 16.000 zum Beispiel und ich bin gezwungen, um eine hohe Effektivität bei Apple TV zu erlangen, hinten ein LAN-Kabel reinzustecken. Und ich fand auch YouTube immer gut auf dem Apple TV, aber ich hatte damals noch ein Apple TV 2. Und was ist passiert? Da gab es ja die neue YouTube-API und von heute auf morgen ging kein YouTube mehr. Alle Kids haben sich gefreut, die immer diese Kindersendung geguckt haben und auch einmal nicht mehr gucken konnten. Genau. Ja gut, seitdem steht Apple TV 3 und wahrscheinlich auch ein neues Apple TV 4 mal. Zumindest für Testzwecke. Wir müssen es ja haben, oder wir sollten es haben, damit wir unsere Erfahrungswerte auch an euch weitergeben können. Damit ist die Aussage, the golden age of television, kann man unterstreichen, ja. Apps sind die Zukunft für den Fernseher, kann man auch noch unterstreichen. Aber wir haben eben auch in der Vorbesprechung so gedacht, so okay, Apple TV sieht jetzt nett aus, ist ein bisschen breiter geworden, ja. Hat jetzt in der Fernbedienung auch so eine Art Touch-Bedienung mit drin, inklusive der Sprachsteuerung. Das haben wir aber alles schon mal auf dem Markt gesehen. Und was uns jetzt eigentlich so ein bisschen fehlt, ist so das Ausgabeformat, ne? Glaubst du an 4K? Schon. Brauchen wir das jetzt heute schon? Momentan, es kommt darauf an, was du dir anschaust. Ganz ehrlich, wenn es spezielle Apps gibt, die darauf abzielen, dass du dieses 4K-Erlebnis einfach rübergebracht bekommen sollst, dann fände ich das schon wichtig. Also ich denke, wir sind in einer Art Transformationszeit, wo 4K anfängt eine Rolle zu spielen. Aktuell auch bei der IFA, die jetzt in Berlin vor ein paar Wochen die Tore geschlossen hatte wieder. Natürlich ist es wichtig, 4K-Inhalte zu haben und die ganzen Kinoproduzenten müssen auch anfangen, in 4K zu drehen. Wenn das nicht stattfindet, gibt es auch keinen Sinn für 4K. Allerdings, ich meine, wir reden hier teilweise von 5K-Auflösungen, von 8K-Auflösungen. Der aktuelle iMac hat eine höhere Auflösung als 4K. Alles das ist ja schon im Kommen, halt muss es auch ganz angenehm fürs Auge, muss man auch dazu sagen. Aber auch da muss man sagen, dass 4K aufwärts auch mehr als 55 Zoll braucht. Also wenn ich jetzt heute einen 55 Zoll Fernseher mir kaufe, bin ich mit HD eigentlich glücklich. Ja, das fängt an ab 65 Zoll plus, also aufwärts zu gehen, dann macht auf jeden Fall 4K sehr viel Sinn. Ich habe auch die Unterschiede mir mal genauer angeguckt. Es gibt ja aktuell den Samsung UHD 85 Zoll Fernseher. Der ist auch übrigens sehr gut mit HD-Inhalten, die hochskaliert werden. Das macht er auch schon sehr gut. Aber du hast wirklich das Gefühl bei diesem Fernseher, als ob du durch ein Fenster guckst. Das heißt, ihr schaut durch ein Fenster wie durch ein echtes Fenster, was wir jetzt hier haben. Jetzt ist es natürlich ein bisschen dunkel geworden. Aber das ist ein Highlight einfach halt. Das ist nicht so, okay, ich gucke Fernsehen, sondern ich gucke wirklich durch einen Rahmen hindurch und dahinter bewegt sich etwas in realer Welt halt. Und das macht eigentlich sehr, sehr viel Spaß und macht das Fernsehen-Erlebnis auch spürbar interessanter. Deswegen probiere es halt gerne aus, mal sehen, ob mir das 4K auch fehlen wird bei einem Apple TV 4.
Das soll es auf jeden Fall sein. Aber wir haben ja gesagt bekommen, es ist mehr als nur iTunes. Ja? Wir haben iTunes, Hulu und Netflix sind in der Suche nach Filmen und Serien integriert. Die ganze Sprachsuche oder Sprachsteuerung soll deutlich besser halt sein. Aber wir vermissen auch andere Apps oder andere Player, wie zum Beispiel Videoload oder Watchever. Das wurde jetzt überhaupt gar nicht gesagt. Aber durch den App Store kann es ja durchaus sein, dass diese Sachen noch hinkommen. Wobei sich Watchever oder Videoload auch genau überlegen werden, auf welche Plattformen die vertreten sein wollen. Wir lassen uns aber überraschen auf jeden Fall. So, ich gehe jetzt mal weiter. Interessant fand ich auch, dass man während des Films oder während der Sendung mal sagen kann, Siri, wie ist das Wetter morgen? Brauche ich morgen meinen Regenschirm? Oder wie sind die aktuellen Ergebnisse in der Bundesliga XYZ? Dann wird während des Films, während der Serie in einem schönen Fenster werden die Ergebnisse nochmal angezeigt. Ich glaube, das können wir schon nutzen. Ne? Also diese Multifunktionalität, sage ich mal, die ist auf jeden Fall ein Vorteil, finde ich. Weil oftmals ist es ja so, dass man dann doch mal während des Filmguckens oder Fernsehguckens doch nochmal gerne wissen will, wie die momentan die aktuellen Ergebnisse sind von irgendeinem Sportevent oder sonstiges, dass man vielleicht gerade mal nicht gucken kann oder nicht darf, wie auch immer. Und da glaube ich, ist es auf jeden Fall eine nette Geschichte. Dann wurde ganz klar kommuniziert, ein weiteres OS erobert die Apple-Ökologie, tvOS. Ja? Entwickler haben es jetzt schon zur Verfügung und können damit halt ja, sogar Spiele programmieren und Spiele zur Verfügung stellen. Multiplayer wurden vorgestellt von diversen Crossy Road-Fans ja, auf dem neuen Apple TV. Alles sehr, sehr schön und Multiplayer, die meisten Leute waren überrascht, fanden es Wahnsinn und ähnliches mehr. Aber ich muss es, glaube ich, erstmal ausprobieren, um wirklich zu sagen, okay, das ist das, was ich eigentlich wirklich haben möchte. Und der Bereich E-Commerce auf Apple TV wurde da auch nochmal sehr, sehr gehypt. Also das spricht das Shopping-Erlebnis am Fernseher. Also die versuchen ja wirklich aus allem Profit zu machen, oder? Ja, so ist es, glaube ich, auch gedacht. TV-Commerce haben sie es genannt. TV-Commerce, genau. Ja, was für deine Frau, oder ist sie da doch... Ich glaube schon, ja. Okay, oh mein Gott. Ey. Also ich sag mal, sobald die Funktion eingebaut ist, dass du irgendeine Kamera anschließen kannst und dann die Klamotten dir auf dem Leib selber dann auf dem Fernseher anschauen kannst, wie es bei dir aussieht, dann brauche ich nicht mal in den Laden zu gehen. Ich glaube, dann hat die Revolution tatsächlich einen Quantensprung geschafft. Verdammt nochmal. Und dann kommen wir noch zu den Hard Facts des Apple TV. Wir haben einen 64-Bit A8-Chip. Und wie sieht es mit Bluetooth aus? 4.0. 4.0, perfekt. Und wie sieht es mit dem WLAN-Standard aus? 802.11ac. Und ein IR-Receiver. Wunderbar. Und dann kommen wir noch relativ schnell zu den Preisen. 32 GB sind wir bei. 149 Euro. Das ist ganz schön, aber gut. 64 GB brauchen wir auch. Sind auch 199 Euro fällig. Ja, und das alles ab Ende Oktober 2015. Tja, mit welchem Gerät wirst du dabei sein? Ich bleibe immer noch beim Alten. Ja? Es sei denn, meine Frau schenkt mir zu Weihnachten das. Ist Weihnachten wieder am 24.12.? Mit Sicherheit. Gut, also Geschenkelisten kann man mit den Apple-Produkten durchaus erstellen. Gar keine Frage halt. Ja? Kommen wir zur passenden Zeit raus. Ach mein Gott, okay. Gut, das nächste Gerät, was festgestellt worden ist auf der Apple-Präsentation, ist das iPhone 6S und 6 Plus. Wir haben es eben schon natürlich erwähnt. Eine neue Farbe ist dazugekommen, das Rose Gold. Hat mich jetzt nicht umgehauen unbedingt. Weiß nicht, was bei dir gewesen ist. Nee, gar nicht. Meine Frau war sehr begeistert davon. Das glaube ich. So eine Art Pinkton. Ne? Ja. Also das ist halt die einzige neue Farbe für das iPhone. Auch da wurden halt wieder ein paar schöne Demos gemacht, halt auch mit iOS 9, was nochmal da vorgestellt worden ist. Eines der Highlights bei dem 6S ist 3D Multitouch. Wie lange etwas mit den Wurstfingern gedrückt halten werden kann, bis es passiert, ja. Dies bedarf ja auch einer gewissen Lernkurve bei den Nutzern halt. Meinst du, ältere Leute werden verstehen, was 3D Multitouch auf einem iPhone 6S Plus ist? Also ich werde dir spätestens nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres darüber berichten, wenn ich die ersten Kurse abgehalten habe. Stimmt, das ist super. Für die Leute, die gerne mal den Umgang mit iPhones, iPads und so weiter lernen wollen. Speziell sind das dann auch, sage ich mal, Leute im oberen Alter oder erfahrene Menschen, wie man so schön sagt. Und da bin ich gespannt. Also da kann ich die Rückmeldung geben. Du bist ja auch ein sehr geduldiger Mensch halt, ne? Also traust du dir die Herausforderung auch wirklich an, ja? Ja, gut, definitiv. Okay. Kannst du auch 3D-Multitasche jetzt schon erklären? Ja, gut, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, mit welcher Druckintensität und Länge ich irgendwo auf eine Fläche drauf drücke. Und so löse ich verschiedene Funktionen aus. Wenn ich zum Beispiel auf einem Bild längere Zeit drauf drücke, dann kann ich damit eine Funktion auslösen, wie es irgendwo in einem Mail zum Beispiel anhängt. Oder vielleicht auch umgekehrt, aus einer Mail heraus ein Bild längere Zeit angeklickt halten und es dann in meinen App-Speicher, in meinen Foto-App-Speicher, dann auch entsprechend abzuspeichern direkt. Also das verkürzt schon ein paar Wege und ich finde, die Idee ist nicht schlecht, ob das jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf eine App drücke und sich dann ein Menü öffnet,
und ich es dann noch zusätzlich mit besonderen Funktionen auslösen kann, wirklich so praktisch erweist, wird sich einfach zeigen. Ich glaube, man muss es einfach ausprobieren. Also ich habe es einfach so verstanden, dass je nachdem, wie fest ich da drauf drücke, öffnet sich ein Kontextmenü, genau, wie die dritte oder die rechte Maustaste an meinem Rechner. So, das war eigentlich gleich, was ich mitgebracht habe. Ja, so kann man es einfach sagen. Dann Schnelldurchlauf M9 Motion Chip, der mit da drin ist halt. Wir haben die dritte Generation mit einer Leistung von über 70% schnelleren Prozessors und einer 90%igen Leistungsbeschleunigung im Bereich der GPU. Da ist ja auch dieser A9 Prozessor mit drin. Dann wurde auch noch gesagt, dass dass die Erkennungskomponenten gerade bei Touch ID ebenfalls schneller laufen soll. Und was ich auch sehr interessant fand, das hatte aber auch Apple TV, die sogenannten Live-Fotos. Ja? Das sind ja diese Art Wallpaper, die sich bewegen wie eben das Fenster, von dem ich eben gesprochen habe. Ja? Also ihr könnt euch das so vorstellen, ihr habt ein Bild vom Meer mit einem Horizont oder mit einer Insel und das Wasser bewegt sich ganz leicht hin und her. Du denkst, du hast einen Knick in der Optik, aber in Wirklichkeit bewegt es sich wirklich hin und her. Und diese Live-Fotos kommen auch beim iPhone 6S und iPhone 6S Plus zur Geltung. Und was auch gut ist, das erste Smartphone kann man nicht sagen, aber das erste Smartphone aus der Apple-Serie, was den 4K-Standard hat. Genau. Zu begrüßen endlich, oder? Ja, definitiv. Aber warum macht man ein iPhone, was 4K aufnehmen kann, aber ein Abspielgerät wie das Apple TV 4, das nicht diese Möglichkeit hat? Da beißt sich doch die Katze in den Schwanz. Und dann kann man so ein 4K-Abspielformat in einem Software-Update beispielsweise nochmal erweitern. Das wäre doch mal interessant herauszufinden. Denke ich auch, ja. Vielleicht haben es einfach die Techniker nicht drauf. Vielleicht sind die iPhone-Spezialisten einfach die besseren Programmierer. Das wird sein, das wird sein. Wo man sich ganz besonders gefreut hatte, war eine der nächsten Präsentationen. Es gab eine Hilfe-App und zwar Android-Nutzer können jetzt ganz komfortabel auf iOS wechseln. Und da gibt es eine Move-to-iOS-App. Eigentlich total cool, aber wurde nicht so gut angenommen halt. Da gab es auch ein kleines Raum, ja. Ich meine, warum braucht man so etwas, um seine Kontakte, seine E-Mail-Kontoeinstellungen rüberzunehmen halt. All das ist mit verankert gewesen und soll auch funktionieren. Erfahrungswerte habe ich leider noch nicht. Ich habe noch kein Android-Gerät auf iOS komplett migriert, so heißt es ja in der Fachsprache. Aber würde uns schon interessieren, wie sowas funktioniert hat. Also wenn ihr Erfahrungen gemacht habt mit einem Migrationstest von Android auf iOS, bitte teilt uns eure Erfahrungswerte mit. Alles an podcast@ipadblog.de. Das heißt also, iOS 9 erreicht alle sehnsüchtigen erwarteten Nutzer und ist ja am 16. September erschienen. Alles war gut gewesen, passend dann auch zum iPhone. Und auch da, die Preise haben sich gar nicht groß geändert. iPhone 6, 16 GB, $199. 64 GB, $299. 128 Gigabyte, $399. Und auch da fehlt wieder die 32 Gigabyte Variante. Schade eigentlich drum. Vor allem auch der Sinn, warum gibt es denn eine 16 Gigabyte Variante? Warum lässt man denn die 16 Gigabyte nicht einfach weg? Weil ein 4K-Video, sage ich mal, das füllt auch schon teilweise den größten Speicher irgendwann mal aus. Also gerade für Leute, die sehr gerne Videos aufnehmen oder Fotos, wie ich zum Beispiel, da ist man ständig wahrscheinlich am runterladen und freimachen. Also das kann ich irgendwo nicht nachvollziehen. Ich könnte mir eins vorstellen, ist mir gerade eingefallen. Man sitzt halt da auf seinem Meeting-Sessel und sagt so, okay, was bieten wir jetzt halt an? Die machen einfach 16 GB für die absoluten iCloud-Nutzer, die wirklich alles rauslagern. 32 GB wäre so ein Zwischending, ja? Aber 128 für den, der sagt, nee, ich benutze auf gar keinen Fall iCloud, ich will alles auf meinem iPhone abgelegt halt haben. Also es gibt entweder nur die iCloud-Nutzer, die hundertprozentig dahinter stehen, oder die sagen, nee, ich will gar nichts mit iCloud zu tun haben oder was auch immer. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man das erklären könnte. iCloud ist ein guter Stichpunkt eigentlich halt so gesehen. Da wurde nochmal drastisch nochmal an der Preisschraube reguliert. Wie sehen da die Preisstaffelungen aus? Also 50 GB kosten mittlerweile dann nur 99 Cent. Geht. Ja, finde ich auch. Finde ich vollkommen fairer Preis. Am Tag oder? Im Monat. Und die 200 GB Variante finde ich auch interessant, allein schon von der Größe her. Ja. 2,99. Und die 1 Terabyte Variante, jetzt wird es ganz interessant, $9.99. Ja. Und ich muss sagen, also ich begrüße es sehr, weil wir auch schon ganz oft die Situation hatten, dass eben ja, 5 GB ganz schnell erreicht sind. Ja. Weil wir gerade jetzt Fotos, Videos, wenn ich die von unterwegs allein mit einer schnellen Verbindung hochlade,
da lohnt sich einfach ein großer Speicher. Und wenn dann natürlich noch kostengünstig angeboten wird, dann ist das natürlich das Geschäftsmodell natürlich genau treffend. Und ich finde es gut und ich werde meinen Speicher auch entsprechend nutzen. Erlaubt mir vielleicht noch eine Anmerkung dazu. Der Vorreiter von diesen ganzen Cloud-Anwendungen war definitiv Dropbox gewesen. Die haben aber immer noch den Nachteil, dass du nur 2 GB hast, kostenlos. Alles weitere musst du auch bezahlen, schlussendlich. Es ist halt so, dass die meisten immer noch Dropbox nutzen, weil es einfach bequem ist, weil es sich ins System integriert hat. Aber auch die haben ein Imageproblem. Die haben ein Imageproblem, absolut. Sicherheits- und Imagesystem. Und amerikanische Service. System, nee, ich habe schon verstanden. Aber guckst du dir andere Sachen an, wie zum Beispiel, was ich auch gut finde, ist OneDrive, ja? Das hat oder, mittlerweile auch. Ja. Ja, wo du wirklich sehr, sehr viele Gigabyte einfach so hinterhergeschmissen bekommst, ja? Ich habe auch die Telekom, das Mediencenter, 25 GB for free, integriert sich auch alles kein Problem. Aber was nutzt man schlussendlich halt? Und es ist sehr, sehr einfach, iCloud mittlerweile auch zu nutzen. Also auch hier, der Nutzer entscheidet, was er schlussendlich haben will. Er kann sich aus einem großen, bunten Blumenstrauß sehr, sehr viel aussuchen. Naja. Und wir haben natürlich noch das Problem, wenn du dir mittlerweile mal die ganzen Unternehmen anguckst, also in beruflicher Hinsicht, wenn ich ein Dropbox-Nutzer bin, kann ich das gar nicht auf der Arbeit großartig nutzen, weil ich vom Server, vom Administrator sofort die Sperre bekomme. Ja. Er sagt, ist nicht, mein Freund. Ja? Und da halten die dran fest. Das heißt also, man ist ja gezwungen, sich Alternativen zu suchen. Gut, aber iCloud wäre jetzt auch nicht die Lösung, auch wenn die Preise besser sind. Wahrscheinlich nicht. Also ja. Auch bei iCloud wird er wahrscheinlich das richtig machen. Halt. Gut. Aber das ist ein anderes Thema. Abschließend war es so gewesen, dass musikalisch ein schönes Ende stattgefunden hatte. Eine ganz besondere Band ist nochmal aufgetreten. Und ja, wir hatten, glaube ich, alle sehr, sehr viel Spaß, denn One Republic macht ja auch gute Musik halt schlussendlich, hat auch insgesamt gut gepasst. Und mit Musik möchte ich diesen ersten Teil des iPad-Blog Get-Togethers bzw. des App-Treffs beenden. Und schon in wenigen Tagen seht ihr den zweiten Teil. Und dann werden wir ganz konkret in das Musikthema einsteigen. Sven, du bist bereit? Ich bin bereit. Kurze Pause, gleich geht's weiter.